Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Democracy for Alpha. Die stammt auch aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhmer aufgezeichnet habe. Viel Spaß! Gucke, unser Gesundheitsbereich ist endlich grün. Ja, wir haben ein bisschen was für die Gesundheit gemacht. Na gut, ne? Die ganze Healthy Eating und gegen Alkoholismus. Die Steuer hochgesetzt. So, kurz die Probleme. Die nicht wettbewerbsfähige, jetzt komme ich langsam, Wirtschaft, kleinen Knicks nach unten, das gefällt mir. Asthma-Epidemie, ebenfalls Klicks nach unten. Fettleibigkeit, deutlichen Knicks nach unten. Überfüllte Krankenhäuser, nichts geändert, haben wir auch nicht wirklich was gemacht. Organisierte Kriminalität, selbes Spiel. Straßenbanden ist leicht gestiegen. Alkoholismus, oh, harter Bruch nach unten. Dieser Trend sollte weitergehen und wir haben noch nicht Alcohol Awareness Campaign gemacht. Das heißt, das wäre noch unser Ass im Ärmel, wenn der Trend sich wieder abflachen sollte. Und ja, auf jeden Fall, das kostet mir echt viel Geld. Ja. Und Ghettoisierung geht langsam nach unten. Gut. Und unser Defizit ist weiter gestiegen, gefallen. Also wir sind jetzt bei 14. Tja. Wir müssen an Geld kommen. Wollen wir mal bei Steuern gucken mit vollem politischen Kapital? Ich würde mir die Kriminalität gerne nochmal anschauen. Generell die Kriminalität, was ist das? Das hier ist, Gewaltverbrechen, das hier ist Kriminalität. Ich sortiere mal. Was wir da noch tun können. Organisiertes Verbrechen ist der Schlüssel, der das nach oben schraubt, genauso wie die Straßenbanden, also die beiden Dings. Dann kommt direkt, also diese drei roten Ereignisse, organisiertes Verbrechen, Straßenbanden und der Alkoholmissbrauch begünstigen, dass die Kriminalität überhaupt so hoch ist. Dann sage ich, lass uns um organisierte Kriminalität kümmern, denn das kostet unseren Staat echt Steuereinnahmen. Ja. Was haben wir hier? Wir haben Überwachungskameras. Also wir können mal hier bei organisierter Kriminalität gucken. Okay, nur der Geheimdienst wirkt sich darauf aus. Und Narcotics, also unsere Outlawed. Also wir haben Drogen verboten, das begünstigt organisierte Kriminalität. Ein kleines Stück. Ah ja. Das sind die zwei Schalter. Deswegen, an der Stelle würde ich dann sagen, dann gehen wir mal in neue Gesetze, was Recht und Ordnung angeht. Weil das kann nicht alles sein, was darauf wirkt. Witness Protection Program, also das Zeugenschutzprogramm, hatten wir letztes Mal auch und ich weiß noch, es wirkte auch direkt auf die organisierte Kriminalität. Ja. Ist auch sehr günstig von der Einführung. Wir brauchen nur zwei politisches Kapital und ist auch wirklich nicht teuer. Ja, finde ich. Dann führen wir es ein. Ja, Organized Crime und Violent Crime geht direkt runter. Und ich hätte jetzt gesagt... Das kannst du von mir so voll, ja? Voll hochziehen. Ja. Ja, okay. Minus 9,19 ist das hier definitiv wert. Organisiertes Verbrechen, aber Latenz von 12. Aber Gewaltverbrechen das gehen sofort um minus 9,19 runter. Ja, das ist doch super. Das und das mit der organisierten Kriminalität dauert, ja, aber wir werden es schon merken. Ja, also wir haben noch die nette Polizei. Horst, die erinnert uns immer wieder dran. Community Policing. Die haben wir schon relativ hoch. Die würde halt gegen die Straßenbanden und den Alkoholmissbrauch tatsächlich auch noch eine Auswirkung haben, wenn wir die noch hochsetzen.
Ja, und komm, dann lass uns Jugend retten. Das, der hat auch so viele positive Auswirkungen. Ja, also wir sind bei 580 Millionen. Maximum wäre 770. Es wären 200. Bitte? Wie viel Prozent geht die Arbeitslosigkeit runter? 0,55%. Und vor allem, Alkoholmissbrauch sinkt einfach mal um 8%. Und Straßenbanden, da haben wir auch 2% ist nicht so doll. Aber das ist viel, Alkoholmissbrauch so viel runterzusetzen. Das ist zum Beispiel so eine Investition, die sich tatsächlich, also beziehungsweise eine Ausgabe, die tatsächlich eher wie eine Investition wirkt, wenn ich mir anschaue, welche anderen Bereiche es positiv beeinflusst. Ja. Dann wenden wir das mal an. Oh, das kostet uns kein politisches Kapital. Spannend. Sehr gut. Kostet uns nur Geld, ist fantastisch. Ja, kostet uns nur Geld. Dann. Hier haben wir die Geschworenengerichte. Mhm. Genau, wir hatten das, da erinnere ich mich auch noch dran, das hier sind die Ausgaben für die Polizei. Da würde ich nicht dran drehen wollen. Nee, auch noch nicht. Wenn wir irgendwann mal Geld haben, können wir. Gefängnisse ist mir so im Hinterkopf. Gefängnisse. War auch ein interessanter Hebel, dass man hier auch nochmal eine Auswirkung hat. Auf sowohl auf Arbeitslose, aber nur ganz, ganz wenig. Naja, vor allem sind die Arbeitslosen werden ja für uns von uns als Staat angestellt. Ja. Also es ist nicht so, dass in der Wirtschaft Arbeitsplätze entstehen, sondern. Ja, ja. Diese Arbeitsplätze stellen wir zur Verfügung, was überhaupt nicht schlimm ist, kostet jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, weiß aber nicht, ob das gerade so viel auswirkt oder für uns so wichtig ist, weil das natürlich dann Kosten sind, mit denen wir langfristig auch arbeiten müssen. Ja. Links unterhalb der Geschworenengerichte, da ist eine Waffe abgebildet. Könntest du da mal draufklicken? Unter, links unter, also so, hier. Waffengesetze. Ja, genau. Waffengesetze. Sind wir im Moment Lizenz benötigt? Weil wenn wir so ein Problem mit Gewalt auf den Straßen haben, fände ich es gut, ein paar Waffen von den Straßen zu kriegen. Das könnte die, guck mal, wie sehr die Eltern das gut finden. Ja, wir haben kein politisches Kapital und kommen im Moment auch noch nicht dahin, weil wir brauchen 24 für die nächsthöhere Stufe. Also wir haben im Moment 19 pro Quartal. Mhm. Oder, ach so, wir können ja wahrscheinlich auch politisches Kapital, nein. Oh, wir bekommen durch Popularität kriegen wir politischen Einfluss und von unserer Mehrheit, das ist ja interessant. Emergency Powers. Stimmt, man kann Notstandsgesetze erlassen. Die sind wahrscheinlich auch richtig teuer. Politisches Kapital sollten die kosten. Ja. Wir können bis zu 38 ansparen. Das heißt, wir können auch was in die nächste Runde mit reinnehmen. Dann könnten wir die Waffengesetze hochziehen. Dann wäre ich für die Waffengesetze, dass wir uns die nochmal anschauen und vielleicht auch noch die Freizeitdrogengeschichte. Weil das hat uns das letzte Mal auch die organisierte Kriminalität ein Stück weit erleichtert und wir haben damit Geld gekriegt. Ja, hier wäre Narcotics. Brauchen wir 32 politisches Kapital. Spannend. Organisiertes Verbrechen. Steigt und fällt ab. Das ist vielleicht etwas widersprüchlich. Ich würde jetzt fast vermuten, dass das ein
Alpha-Problem ist. Okay. Also ich gehe davon aus, dass die organisierte Kriminalität durch die Freigabe von Cannabis oder in dem ja, von Cannabis in dem Falle ein Stück weit runtergeht, weil wir einfach den Ja, hier sieht man es, das ist ein Slider, wo einfach zwei Sachen nicht kombiniert wurden. Hier ist es minus 4,6 und hier oben ist es vom Ausgang 6,4, geht es runter auf 2,14. Also ist im Prinzip dieselbe Anzeige, nur zweimal. Ja, ist tatsächlich ein Alpha-Bug. Ja. Okay, das können wir uns auch noch nicht leisten. So viel Auswirkung auf die organisierte Kriminalität hat es dann aber auch nicht. Da wäre ich eher für... und die Waffengesetze erstaunlicherweise auch nicht. Aber tatsächlich, wenn wir es legalisieren, können wir die Besteuerung machen. Genau. Ja, deswegen... Auch da müssen wir nur aufpassen, dass wir die Steuern nicht so hochsetzen, damit wir dort nicht wieder einen neuen Markt entstehen lassen. Korrekt. Also dafür haben wir nicht genug politisches Kapital. Genau. Was ist denn das hier mit dem Elefanten? Also Jagdbeschränkungen. Das ist auch so ein vorrangig britisches. Ja. Problem, oder? Wahrscheinlich. Okay, fassen wir also jetzt nicht an. Also auch wir uns dann beschäftigen. So ist es nicht. Ja. Ich habe jetzt gerade so gesehen, es wirkt sich auf die Umwelt aus, aber ein klein wenig. Es kostet kaum was, aber größtenteils werden die... Das ist spannend. Unregulated, wenn ich es unreguliert mache, finden die Armen und Farmer und... Der Tourismus findet... Na okay, Tourismus findet es gut, aber die Armen und die Farmer finden es gut. Finde ich spannend. Ja, also da wäre ich noch... Wüsste ich jetzt gerade nicht so richtig. Ja, auch, weiß ich nämlich... Habe ich jetzt auch so... Habe ich mir noch nie... Wilderei. Achso, wegen Wilderei. Ja, wenn es unreguliert ist, dann gibt es ja keine Wilderei. Stimmt. Ja, und Horsti weist mich gerade darauf hin, dass unsere Umfragewerte gestiegen sind. Yay. Wir machen irgendwas richtig. Was auch immer. Ja. Oh, könntest du den Kompass mal noch anmachen? Ja. Vielleicht. Ja. Das wird vielleicht gar nicht unspannend. Ich mach mal kurz die Voters. Ja, da war unsere erste Runde. Wir sind Richtung liberal gewandert und ein ganz kleines bisschen weg vom Kapitalismus. Aber nur ein ganz kleines Stück. Mhm. Interessant. Auf jeden Fall. So. Was hätten wir denn noch an Produktivitätsgeschichten? Da gab es zwei Bereiche, die wir nicht anfassen wollten. Das war Mutterschutz und Arbeitsplatzsicherheit. Genau. Dann nehmen wir das halt hin, dass das sich negativ auf die Produktivität... GDP war das und dann habe ich geguckt hier, Produktivität, da habe ich es gefunden. Unsere Produktivität steigt, genau, und das war Alkohol. Alkoholkonsum wirkt sich negativ drauf aus, da tun wir was gegen. Und die Geschichte mit der Asthma-Epidemie wirkt sich auch negativ darauf aus. Was könnten wir denn noch tun gegen die Arbeitslosigkeit? Tja, könnten wir oben mal gucken, was wir da noch so haben. Da haben wir auch noch nicht reingeguckt. Was ist das denn hier? Familienplanung? Mhm. Relativ hoch. Tut auch was für die Bildung. Ja, aber da sind wir auch schon. Ja. Was
Ja, das ist doch mal schön. Wir sind allerdings sehr teuer. Das kostet. Ja, aber es kostet ja jetzt schon, obwohl nichts passiert. Ja, es passiert schon ein bisschen was. Wenn ich es mal hoch. Also, okay, die Meinung der Pensionierten geht hoch. Ist aber ein krasser Hebel, um ein klein wenig. Na gut, wir tun was ein bisschen für die Gesundheit. Ist jetzt auch nicht so direkt was uns bei der Arbeitsmarktproblematik. Nee, das hilft uns, wenn wir ganz viele arbeitsmarktpolitische Entscheidungen getroffen haben und so ein paar Verwerfungen potenziell dadurch entstehen. Genau, und dann würde ich vielleicht bei neuen Ideen mal beim öffentlichen Sektor nochmal gucken. Ja, oder bei der Wirtschaft. Okay, gucken wir erst bei der Wirtschaft. Wir haben noch einiges an politischem Kapital. Wie sieht denn das aus? Wir haben doch zum Beispiel das letzte vorhin auch festgestellt, dass unsere Lebensmittelpreise so hoch sind. Könnten wir da was tun? Beispielsweise hier mit den City Farms oder vielleicht könnten wir auch etwas tun wie so eine Business Startup. City Farms ist auf jeden Fall sehr beliebt, kostet auch relativ wenig. Und vielleicht hilft das gegen unsere hohen Lebensmittelpreise. Und das bestimmt. Und könnte möglicherweise auch sich auf den Transport auswirken, weil wir ja nicht mehr so lange Transportwege haben. Also es wird auf jeden Fall der Umwelt gut tun. Deswegen würde ich sagen, es kostet auch nur 3, es ist relativ günstig, dann machen wir das mal. Ja, sehr gut. Okay, den Farmern gefällt das vor allem. Wo sollen wir dann mal hingehen? Auf 100 oder? Maximum wäre 135. Weiß ich jetzt nicht. Ja. Ja? Ja, also viel mehr als die 100. Nee, viel mehr als die 100 würde ich wahrscheinlich gar nicht machen. Viel mehr als die 100, alles klar. Das meinst du. Jo. Applied. Angewandt, meine ich. Dann würde ich. So, Wirtschaft hatten wir. Tja, Einnahmen. Aber. Wurde eben auch im Chat schon mal gesagt, ne? Dieses. Wie habt ihr das genannt? Das antizyklische Investieren. Oh. Wir haben jetzt gerade Defizit, also machen wir unser Defizit noch ein bisschen größer, damit das später besser wird. Ganz vereinfacht gesagt. Deswegen ich würde auch lieber jetzt, wenn wir Geld ausgeben, was wir ja tun werden, dann das in die Dinge investieren, die uns hoffentlich in den nächsten Wahlperioden beziehungsweise im weiteren Verlauf des Spiels was bringen. Und wenn ich die Logik von Democracy 3 jetzt auf 4 übertrage, müssen wir eigentlich mit Existenzgründerförderung, Technologieförderung und so weiter und Umweltschutz reingehen. Mhm. Hier ist es halt viel, viel kleinteiliger, merke ich. Was super spannend ist, weil wir einfach auch viel länger brauchen. Ja. Aber so ist. Wir spielen noch ein paar Wochen weiter. Ja. Also so eine Startup-Campaign oder sowas wäre auch noch ganz gut. Business-Startup-Campaign, da. Okay, sowohl politisches Kapital als auch die potenziellen Kosten sind relativ gering. Da würde ich doch sagen, wenn du da in der Richtung unterwegs bist, dann finde ich das gut. Den Kapitalisten freut es mal zur Abwechslung, aber beim... Es kostet auch nicht so wahnsinnig viel. Ja, da auch volle Lotte. Und das ist ja zum Beispiel so eine Überlegung, warum unterstützt man überhaupt ExistenzgründerInnen? Das ist ja der Gedanke, dass die dann irgendwann selbst einmal nicht nur Steuern zahlen auf ihr Einkommen als Privatperson, sondern auch als Unternehmen und idealerweise auch noch Leute anstellen.
und ja. wieder selber investieren und was zum Wirtschaftskreislauf beitragen. Insofern ist die Überlegung, ja, wir investieren jetzt hier 92 Millionen Pfund, aber das, was vielleicht langfristig bei rauskommt, ist ja. ja. Das ist der Wunsch zumindest. Ja, finde ich gut. Apply. Und ich hätte jetzt gesagt, lass uns nochmal bei Transport gucken und da schauen, dass wir die Car-Usage an der einen oder anderen Stelle auch durch Ausgaben drücken können. Und ich denke so, wir sprechen nochmal um, dass wir irgendwie das Geldsteuer rumreißen müssen, wenn unser Defizit so 20, 22 Milliarden durchbricht. Mhm. Bei mir waren es auch so die 20. Okay. Tja. Was haben wir denn hier alles noch? Das Carpooling-Campaign, also nur eine Kampagne, ist günstig, aber Congestion Charging, das ist eine Einkommens, Congestion Charging, also Verstopfungsgebühren. Ach, so eine City-Maut. Also jeder, der in eine Stadt reinfährt, muss Geld bezahlen. Ah. Das hat England doch. Auf jeden Fall England. Aber das ist eine Einnahme. Ist eine Einnahmequelle und tut gleichzeitig das, was ich eben sagte, lass uns irgendwie den Verkehr regeln. Also das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Und das Einkommenspotenzial ist jetzt nicht riesig. Genau, und vielleicht hilft es ja auch was gegen unsere Asthma-Problematik. Ja, bestimmt. Dann würde ich das mal reinhauen. Wir haben eine Einnahmequelle gefunden. Yeah. So, also die Autofahrer finden es nicht gut, das Einkommen der Autofahrer sackt ab, Car-Usage geht runter und Traffic, ja, Verkehrsverstopfung nimmt ab. Ich würde da ja tatsächlich relativ hoch reingehen, vielleicht nicht. Ich würde sogar ganz hoch reingehen. Das ist sowieso bei 0% Popularität. Also egal, wo wir ransetzen, es ist 0%. Und damit sich das lohnt, soll wenigstens das Geld dann fließen. Und die AutofahrerInnen, die müssen wir uns sowieso nochmal angucken, wenn es um die Umweltgeschichten geht. Ja, also zack rein. Und dann haben wir nur noch einen. Das heißt, damit können wir nichts mehr wollen, genau. Nächste Runde. Click to return to government. Kein Dilemma. Unsere Gesundheit steigt. Politische Verbindungen verbessert. Oh, cool. Also ein wichtiger Handelspartner hat ihre politische Beziehung zu uns verbessert. Das heißt, internationaler Handel plus 11, die Kapitalisten finden es großartig und Business Confidence plus 8. Das ist immer gut. Die Wirtschaft muss Vertrauen haben, ja. Damit sie investieren. Sehr schön. Dr. Strike. Unsere Krankenhäuser, die sind doch überlastet. Ja. Ja. Dann lass uns vielleicht die Krankenhausgeschichte nochmal angucken. Ja. Oder nochmal überhaupt wahrscheinlich. Ja, überhaupt, genau. Continue. Also es steht bevor. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall, einen zauberhaften Tag.